Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Herzlich willkommen zum Podcast des Ägyptischen Museums München. In dieser kleinen Reihe, die nun regelmäßig erscheinen wird, geben wir Ihnen einen Einblick hinter die Kulissen. Wir stellen Ihnen Projekte vor und berichten, was man denn eigentlich so in einem Museum macht. Wir, das sind Roxane Bicker, Museumspädagogin und Arndt Schlüter, stellvertretender Direktor des Hauses. In der ersten Folge widmen wir uns dem Museum und seiner Geschichte. Wo kommen wir denn eigentlich her? Ja, und wo fangen wir da an? Wenn man wirklich ganz früh einsteigen will, dann muss man einen gewissen Herzog Albrecht V. erwähnen. Herzog Albrecht V. von Bayern erhebt zum einen ja München zur Stadt der Künste, wie er es nennt. Er ist ein leidenschaftlicher Sammler und Kunstfreund, würde man heute wahrscheinlich sagen. Und er baut zwei ganz wichtige Gebäude. Einmal das neue Marstallgebäude. Unter diesem Begriff kennen es heute die wenigsten. Das ist das, was wir heute die alte Münze nennen, in dem sich heute das Landesamt für Denkmalschutz befindet. Also grob gesagt in dem Bereich Opernplatz, Alter Hof, Marienplatz in der Gegend. Wo sicher jeder von uns schon mal durchgelaufen ist. Richtig, genau. Und dort baut er dieses Marstallgebäude, in dem er im oberen Stockwerk seine herzogliche Kunstkammer einrichtet. Das ist also das, wo wir eigentlich herkommen. Eine Sammlung besteht damals noch aus einer Privatsammlung, die eben nicht einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sondern der Landeselite vorbehalten ist. Man kennt das ja, das waren diese ganz frühen Wunderkammern, wo man auch gar nicht thematisch gesammelt hat, sondern einfach Dinge zusammengekauft hat, die absonderlich und seltsam waren. Richtig, also so ähnlich funktioniert es auch bei Herzog Albrecht V. Ein zweiter ganz wesentlicher Bau, den er dann auch errichtet hat, zwischen 1568 und 1571 sind wir da ungefähr, ist nämlich dann das große Antiquarium. Das baut er in der heutigen Residenz, ist übrigens auch der älteste erhaltene Raum der Münchner Residenz, und dieses baut er für seine Sammlung antiker Skulpturen. Und aus diesen ganzen Objekten gibt es Berichte, da gibt es Erwähnungen von den vermeintlich ältesten ägyptischen oder sagen wir vielleicht besser ägyptisierenden Dingen, die jemals in München gewesen sind. Ja, aber es gehört ja eigentlich auch zu diesen Wunderkammern schon immer dazu, dass man auch Ägyptiaka gekauft hat, seien es Mumien oder Statuen oder so etwas. Das gehörte da ja eigentlich schon immer fast zum guten Ton. Ja, aus dieser Zeit ist also nicht so wirklich viel bekannt, oder? Nee, also wir haben heute in den Beständen tatsächlich eine kleine Bronzefigur einer Isis, die auch kein altägyptisches Original ist, sondern eben so eine ägyptisierende Figur ist. Die geht wahrscheinlich auf die Bestände aus diesen Zeiten zurück. Ansonsten haben wir textliche Erwähnungen, da soll es Sphinxen gegeben haben, wo wir aber auch nicht genau wissen, kamen die aus Ägypten, waren das, was wahrscheinlicher ist, Dinge, die aus Rom mal antransportiert worden sind. Diese Dinge sind aber dann später nicht mehr erwähnt worden, tauchen in keinem Bericht mehr auftauchen, in keinem Inventar mehr auf, sodass wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass die dann im Dreißigjährigen Krieg zerstört oder verschleppt worden sind. Also davon haben wir nichts mehr. Ja, man muss bedenken, wir befinden uns ja hier auch noch in einer Zeit, in der das alte Ägypten einfach noch gar nicht so richtig wissenschaftlich fassbar war. Man hat die Hieroglyphen noch nicht entziffert. Man wusste eigentlich gar nicht viel, außer dass dieses Land eine uralte Geschichte hatte. Das ändert sich dann so ein wenig im Rahmen des 19. Jahrhunderts. Ja, also ganz wichtig für uns ist da zunächst mal Kurfürst Max Joseph von Bayern, denn der fördert zunächst einmal das Interesse der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, also damals noch Königliche Akademie der Wissenschaften, ganz generell an orientalischen Studien und auch tatsächlich am Besitz konkret von ägyptischen Altertümern. Es gibt da ein Datum, das für uns ganz interessant ist, und zwar gibt es da die Schenkung eines Sarges, eines wirklich aus Ägypten mitgebrachten altägyptischen Sarges von einem gewissen Herrn Dummreicher an die Bayerische Akademie der Wissenschaften, und dies geschah im Jahre 1818, und das ist so ein bisschen der Marker für den Beginn einer ägyptischen Sammlung,
als Attribut dieser Akademie. Ja, zu diesem Sarg, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Wer sich dafür interessiert, dem sei unser Museumsmagazin Ma'at ans Herz gelegt. Denn da gibt es drin auch einen Artikel zu eben jenem Sarg zum Nachlesen. Also das zeigt ganz schön, wie das damals noch funktioniert hat. Also es gibt Leute, die privat in Ägypten waren, die gereist sind, die Dinge dort einfach gesammelt haben, dann nach Europa transportiert haben und die hier eben auch bekannt gemacht haben, verkauft haben, in diesem Fall von Dummreicher verschenkt haben. Ganz wichtig ist da für uns auch jemand, nämlich ein gewisser Herr Sieber, kurz darauf, im Jahre 1820, der war eigentlich Botaniker und Reisender und der hat von seinen Reisen berichtet. Genau, der hat von seinen Reisen berichtet, Franz Wilhelm Sieber. Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben und zwar ist das das beschreibende Verzeichnis der in den Jahren 1817 und 1818 auf einer Reise durch Kreta, Ägypten und Palästina gesammelten Naturprodukten, Altertümer und anderen Kunst- und Naturprodukten nebst einer Abhandlung über ägyptische Mumien. Das ist mal ein Titel. Also da kommt einiges zusammen und das sind eben so frühe Reisende, die hierzulande tatsächlich bekannt machen, was da in Ägypten so alles vorhanden ist und diese Dinge eben auch tatsächlich mitbringen. 1827 kommt dann ein weiterer Ankauf durch die Akademie zustande, das ist die Sammlung Michel. Und ganz interessant ist eben, dass diese frühen Ankäufe dadurch geprägt sind, dass man Dinge kauft, die beschriftet sind, also mit altägyptischen Hieroglyphen beschriftet sind. Einfach deswegen, weil man diese Zeichen zu dem Zeitpunkt ja noch nicht lesen konnte. Du hast es vorhin erwähnt. Mhm. Und es gab einen regelrechten Wettstreit zwischen den großen Nationen, den europäischen Nationen dieser Zeit, zwischen England, zwischen Frankreich, zwischen Deutschland. Und da ging es darum, wer es denn als erster schafft, diesen Hieroglyphencode zu knacken. Ja, da sind ganz viele verschiedene Varianten, die man da ausgetestet hat. Keiner ist wirklich irgendwie drauf gekommen. Und das ist genau diese Zeit. 1822 hat Jean-François Champollion es ja dann geschafft, die ersten Hieroglyphen zu entziffern. Natürlich konnte man dann noch nicht gleich alles lesen, aber man war natürlich eben an den beschrifteten Altertümern interessiert, um möglichst viel von dieser noch neuen Schrift zu entziffern. Und diese Sammlungen, die da damals gekauft worden sind für die Akademie, die sind dann tatsächlich auch ausgestellt worden, damals in einem Schauraum, in einem Sammlungsraum der Akademie, befindet sich heute in dem alten Akademiegebäude in der, mitten in der Fußgängerzone. Da stand also zunächst einmal eine kleine Sammlung altägyptischer Objekte. Ja, wie ist denn das heute? Also heute reist man zwar noch nach Ägypten, aber man kommt nicht mit Taschen voller Altertümer wieder zurück. Nach welchen Vorgaben erwirbt denn das Museum heute eigentlich Stücke? Kann man die einfach noch so im Geschäft kaufen? Wahrscheinlich nicht. Nein, also heute hat sich das Ganze natürlich grundlegend geändert und das ist auch ganz richtig so. Also bereits seit den 80er Jahren ist es im Falle von Ägypten streng verboten, überhaupt irgendwelche Antiken aus Ägypten auszuführen. Das ist ganz klar, dass Objekte, deren Herkunft nicht gesichert ist, heute von keinem ägyptischen Museum, keinem staatlichen Museum vor allen Dingen auch mehr gekauft werden können. Das heißt, wenn ein Museum heute noch etwas ankauft, dann sind es Objekte, die bei denen klar ist, man spricht ja da von der sogenannten Provenienz, dass sie schon einen längeren Zeitraum außerhalb Ägyptens sich befunden haben. Das ist natürlich immer noch möglich. Also es gibt zahlreiche ägyptische Objekte, die in Auktionen auftauchen, die bei antiken Händlern letzten Endes zu beziehen wären. Aber wie gesagt, heute als ägyptisches Museum kann man sinnvollerweise nur das kaufen, was tatsächlich eine gute Provenienz hat und eben ausgeschlossen ist, dass es aus irgendeiner Raubgrabung oder Ähnlichem stammt. Was ja eigentlich auch ganz richtig ist. Man muss ja auch sehen, wo die Stücke dann herkommen. Wir waren jetzt noch wieder ein Stück zurück bei der Sammlung Sieber und der Sammlung Michel zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der Zeit, in der Ludwig I. in München gewirkt hat. Zunächst als Kronprinz, dann später selbst als bayerischer König.
Ja, also Ludwig I ist natürlich für München wesentlich und dann eben auch für unser ägyptisches Museum ganz entscheidend gewesen. Also Ludwig I. hat ja München ausgebaut. Nicht umsonst haben wir heute eine Ludwigsstraße, feiern das Oktoberfest, haben heute eine Stabi, eine Universität, die Ludwig überhaupt erstmal nach München verlegt hat und so weiter. Und ganz wesentlich für uns ist eben das Kunst- und Kulturinteresse Ludwig I., das dazu geführt hat, dass er verschiedene Museen gegründet hat, und für uns ganz zentral ist eben die Gründung der staatlichen Antikensammlung und Glyptothek, wie man heute sagen würde, also dann 1830 das Glyptotheksgebäude. Ludwig I. Ist in seinem Kunstverständnis ganz wesentlich geprägt durch frühe Bildungsreisen. Das war damals ganz üblich, dass man als Abschluss seiner Ausbildung als junger Mann damals mit gerade einmal 18 Jahren eine Bildungsreise antrat. Wo reiste man hin? Man reiste natürlich nach Rom. Also Ludwig I. kommt mit ungefähr 18 Jahren das erste Mal nach Rom und sollte im Laufe seines Lebens dieses Rom 19 Mal besuchen, was also auch zeigt, was das für einen Stellenwert in seinem Leben hat. Ja, also es scheint ihn ja wirklich irgendwie ganz, ganz massiv beeindruckt zu haben, dass er dann immer wieder zurückkehrt. Er bereist ja dann auch später Paris und London und lernt in diesen Städten dann vor allem auch die Institution Museum kennen, die es so in München zu der Zeit ja noch gar nicht wirklich gegeben hat. Ludwig selbst führt seine Begeisterung für die Kunst auf ein ganz besonderes Ereignis zurück. Also Ludwig I. schreibt in seinen eigenen Tagebüchern immer wieder, dass er sich an ein Ereignis erinnert, in dem er auf eine Figur, und zwar die Figur der Hebe, gestoßen ist. Das ist ein Kunstwerk gewesen, das damals in Venedig ausgestellt war. Die Hebe ist eine mythische Figur, nämlich die Tochter des Zeus und der Hera, steht für ewige Jugend. Und diese Hebe ist dargestellt worden von einem italienischen Kunstbildhauer Antonio Canovas, der dieses Objekt derartig ausgestaltet hat, dass der 18-jährige Ludwig völlig begeistert war. Also er schreibt selber, das hat man ihm nicht in den Mund gelegt, sondern er schreibt selber, dass er bei diesem ersten Besuch immer wieder in diesen Raum zurückkehren musste, in dem diese tolle Figur der Hebe stand, und dass er in den Bann gezogen war und dass er ganz begeistert war. Und er selber führt seine Suche nach dem außergewöhnlich Schönen zurück auf dieses erste Erlebnis, wo ihn also das erste Mal bewusst Kunst völlig in seinen Bann gezogen hat. Das heißt, für Ludwig kann man eigentlich festhalten, dass ihn der wissenschaftliche Wert oder auch die Größe seiner Sammlung eigentlich nicht so wirklich interessiert, sondern er sucht das emotionale Erlebnis. Und deswegen auch dieser ganz berühmte Satz von Ludwig, der ja immer und immer wieder zitiert wird, wenn er sagt, nur Werke von ausgezeichneter Schönheit will ich erwerben. Ja, das ist ja eigentlich ein ganz eigener Sammelansatz und zu dieser Zeit auch was sehr Ungewöhnliches, wenn man so sagen will. Und er hat dann also beschlossen, für seine Kunstwerke, die er dann natürlich auch kaufen wollte, selbst Museen zu bauen. Also dieser Entschluss ist anscheinend wirklich schon sehr früh getroffen worden. Es gibt mehrere Briefe an einen zum Beispiel in Rom lebenden Künstler, Friedrich Müller. Dort schreibt Ludwig an diesen Friedrich Müller im Jahr 1806 einen Brief, in dem er also feststellt, dass er erstens der Stifter einer Sammlung antiker Produkte der Bildhauerkunst werden will, und schreibt dann nur ein paar Tage später im gleichen Jahr an den gleichen Künstler nochmal den berühmten Satz, wir müssen auch zu München haben, was zu Rom Museo heißt. Also das ist so die Geburtsstunde dieser Idee, in München ein Antikenmuseum zu bauen. Genau, also er ist quasi der Gründervater der Museen, und das ist in dieser Zeit ja auch vor allem etwas Besonderes, weil man das Museum als einen Ort, an dem man Kunst und Öffentlichkeit eben nicht nur adligen Kreisen präsentiert, sondern auch an eine Öffentlichkeit bringt. Also das war ja früher so bei diesen Wunderkammern, dass die wirklich abgeschlossen waren und dass die einfachen Leute dort gar nicht reinkommen könnten. Und das ändert sich jetzt gerade in dieser Zeit von Ludwig I. Und was macht Ludwig? Also Ludwig gründet, kurz gesagt, sehr stark zusammengefasst die Glyptothek. Also er
beschließt, er möchte so ein Antikenmuseum für seine Skulpturen haben. Er ruft in einem öffentlichen Aufruf, in der Zeitung, ruft er zu einem Architekturentwurf auf, also einem Wettbewerb, und gibt als Maßgabe vor, man möge also ein Gebäude errichten in reinstem antiken Stile. Da ist natürlich zunächst einmal der Interpretation Tür und Tor geöffnet, und es gibt tatsächlich auch sehr unterschiedliche Entwürfe. Es gibt zwei wesentliche, den von Karl Haller von Hallerstein und den von Leo von Klenze. Und Hallerstein plant tatsächlich ein Gebäude, das sich einen altägyptischen Tempel als Vorbild nimmt. Ja, das ist der Tempel von Dendera. Also wenn sich Ludwig anders entschieden hätte, dann hätten wir am Königsplatz jetzt den Nachbau eines altägyptischen Tempels stehen. Genau. Was ja auch schön wäre. Ja, es wäre schön, aber ich glaube, wir können aus heutiger Sicht sagen, gut, dass es Leo von Klenze geworden ist und wir dieses wunderbare Klenze-Ensemble hier in München haben. Also kurz gesagt, Klenze kriegt den Auftrag, den Bau zu entwerfen, und es wird dann von 1816 bis 1830 an dieser Glyptothek gebaut, die dann eben 1830 eröffnet wird. Ja, nun ist es, oder hat Ludwig die Glyptothek als ein Antikenmuseum gegründet. Wenn wir an Antike denken, dann denken wir ja nun an Rom, wir denken an Griechenland. Wo finden wir denn da nun das alte Ägypten eigentlich wieder? Also Ludwig I. hat von Anfang an vorgehabt und hat es dann eben auch so umgesetzt und realisiert, dieser Darstellung der klassischen Antike das alte Ägypten voranzustellen. Also der erste Ausstellungsraum, wenn man in die Glyptothek hineingekommen ist, linke Hand, war der sogenannte ägyptische Saal, für den Ludwig ganz gezielt altägyptische Objekte gekauft hat. Ludwig war geprägt von den Vorstellungen natürlich von Winckelmann, damals das wichtigste Werk von Winckelmann, die Geschichte der Kunst des Altertums. Und Ludwig hat das Werk Winckelmanns letzten Endes als Kaufanleitung auch verstanden. Er wollte also genau die Dinge in Rom zum Beispiel kaufen, die Winckelmann in seinem Buch beschrieben hatte und als besonders qualitätvoll gekennzeichnet hat. Was er dann ja auch geschafft hat. Also es sind ja auch wirklich einige Objekte heute bei uns in der Sammlung von Ludwig I. erworben, die Winckelmann in seinem Werk beschrieben hat. Und das ist ja auch ganz faszinierend, dass man da so die Sammlungsgeschichte und die Objektgeschichte auch vor allem nachverfolgen kann. Ja, richtig. Und also bei manchen ist es sehr gut gelungen, bei anderen, andere Objekte, die Ludwig unbedingt haben wollte, die hat er nicht bekommen, die waren schlicht nicht zu verkaufen oder waren auch mal einfach zu teuer für Ludwig. Aber ganz wichtig war eben ihm, dass er von Anfang an beschlossen hatte, der Kunst der Griechen und Römer die alten Ägypter voranzustellen, weil er der Überzeugung war, dass alles, was später entstand, auf der Grundlage des alten Ägyptens fußte. Und das war natürlich für die damalige Zeit schon eine sehr revolutionäre Ansicht auch, die er aber ganz konsequent umgesetzt hat. Ja, ganz klar. Also ich meine, wir gehen da natürlich ganz d'accord. Für uns steht das alte Ägypten auch immer grundsätzlich am Anfang. Aber dass Ludwig Ägypten vor Rom und Griechenland gestellt hat, ist also wirklich etwas Besonderes. Wo hat Ludwig denn nun seine Stücke her? Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass er also aus Rom die von Winckelmann beschriebenen Stücke kaufen wollte, aber wo ist er denn noch fündig geworden? Also neben Rom war auch Paris ein wichtiger Ort. Warum Paris? Weil Ludwig, der natürlich nicht selber nach Ägypten reiste oder gar Leute nach Ägypten schickte, um für ihn dort einzukaufen oder Objekte herzuholen, war auf das angewiesen, was im europäischen Markt vorhanden war, kurz gesagt. In Rom, klar, die antiken Römer hatten wahnsinnig viele Objekte schon aus Altägypten mitgebracht, die man in Rom in dieser Zeit wiedergefunden hatte. Dort konnte man solche Dinge kaufen. Dann gab es aber eine besondere Geschichte, die hat etwas zu tun mit der sogenannten Villa Albani. Also Albani war seinerseits Kardinal und war ein großer Antikenliebhaber und hatte seine Villa ausgestattet mit Antiken, unter anderem eben auch altägyptischen Objekten. Und dann kam auf seinem Italienfeldzug Napoleon dort vorbei und hat kurz gesagt den italienischen Adeligen, wozu auch der Albani gehörte, ihre Antiken zum Teil geklaut, muss man sagen. Also mitgenommen, es wurden auch Dinge zerstört, die man nicht mitschleppen konnte. Und so kamen Objekte aus Italien nach Paris. Und unter anderem Ludwig I. hatte sich dann später dafür eingesetzt, nachdem es also Napoleon nicht mehr gab, dass man diese Objekte auch wieder zurückführen müsse.
diese geraubten Objekte, und das wurde dann auch beschlossen, und es sollten diese Objekte zurückerstattet werden, aber es gab verschiedene Adelsfamilien, wozu auch die Nachkommen von jenem Albani gehörten, die sich schon allein den Transport nicht mehr leisten konnten. Die waren also so verarmt, die konnten ihre Objekte gar nicht mehr abholen in Paris und haben die dann in Paris verkauft. Ja, ganz klar. Also ich meine, so ein Obelisken oder auch größere Monumentalstatuen zurückzuführen, das war in der damaligen Zeit ein großer Aufwand und eben auch mit Kosten verbunden. Aber das spielte Ludwig dann natürlich in die Hände. Ludwig war also recht clever und hat dann Leute wie zum Beispiel wieder von Klenze nach Paris geschickt und hat gesagt, jetzt schaut doch mal, was ihr von diesen Dingen, die dort in Paris versteigert werden, für München kaufen könnt, und hat also ganz konkret die Anweisung gegeben, dort eben Objekte für seinen ägyptischen Saal zu kaufen. Und da sind dann so Objekte wie zum Beispiel der Obelisk oder andere, der Bekinchons oder der Antinoos, sind dann eben zu Ludwigs Zeiten gekauft worden. Der Bekinchons gehört nicht zu diesen Albani-Objekten, aber stammt aus einer anderen Sammlung dieser Zeit. Ja, also die großen Objekte, die man so im Museum sieht, die gehen also fast alle auf Ludwig den I. zurück. Statuen, die natürlich auch in der Glyptothek ausgestellt waren. Es waren ja nun vor allem Rundplastik, die dort gesammelt worden ist. Wir haben allerdings auch noch viele, viele andere Stücke, und nicht alles, was wir im Museum ausstellen, geht auch wirklich auf Ludwig den I. zurück, sondern auch noch auf andere frühe Ägyptologen. Ganz wichtig ist da zum Beispiel Friedrich Wilhelm Freiherr von Bissing gewesen. Von Bissing war jemand, der über ein besonderes Privatvermögen verfügt hat, der hier in München in der Georgenstraße ein eigenes Palais hatte, in dem er studiert hat, in dem er eine eigene Bibliothek hatte, in dem er eine eigene Privatsammlung aufgebaut hat. Und dieser von Bissing hat dann eben auch hier in München zunächst einmal sogar ohne Bezahlung ehrenamtlich Ägyptologie unterrichtet als Professor. Und hat dies zum Teil eben auch in seinen privaten Räumlichkeiten getan und hatte, wie gesagt, eine der größten Privatsammlungen, die es in diesem Bereich im deutschsprachigen Raum jemals gegeben hat. Ja, Bissing hat ja nicht nur gekauft, sondern er hat vor allem auch Grabungen in Ägypten finanziert. Und damals war es so, dass es eine Fundteilung gab. Das heißt also, dass die dort gefundenen Objekte gleichmäßig aufgeteilt worden sind. Ein Teil ist in Ägypten geblieben, ein Teil ging an das Grabungsteam und ein Teil eben auch an den Finanzier. Und das war in diesem Fall Bissing, der also durch diese Grabung auch einen ganzen Teil Objekte bekommen hat. Bissing hat selber seine Privatsammlung aufgebaut und hat dann daraus aber Teile zunächst einmal sehr großzügig an den Freistaat Bayern verschenkt. Und später, als es ihm aufgrund anderer Umstände auch finanziell nicht mehr so gut ging, hat er auch weitere Bestände dann an den Freistaat verkauft, sodass wir also heute weit über 2000 Objekte aus dieser ehemaligen Sammlung Bissing auch hier im Ägyptischen Museum haben. Ja, das klingt eigentlich alles ganz prima. Also ich meine, Bissing, der kostenfrei arbeitet, Ägyptologie lehrt, Grabungen finanziert, Stücke an Museen verschenkt. Ein großer Mäzen und Wohltäter, aber das Bild ist nicht ganz so rein weiß, wie man glauben möchte. Nein, also wir haben, das ist etwas, was man natürlich, wenn man über die Sammlungsgeschichte spricht, auch transparent machen muss. Es gibt auch sehr problematische Seiten an dem Herrn von Bissing. Der Herr von Bissing war ein frühes NSDAP-Mitglied, so früh mit dabei, dass er aufgrund dessen sogar das goldene Parteiabzeichen getragen hat. Er galt als persönlicher Freund von Rudolf Hess. Ja, allerdings wird dann auch immer eingeworfen, dass er ja aus der Partei auch wieder ausgetreten ist. Allerdings... Richtig, also allerdings nicht in einer deutlichen Abkehr vom Gedankengut, sondern weil er in einer besonderen Sache vermeintlich den Führer beleidigt hat und deswegen denunziert worden ist und dann rausgeschmissen worden ist. Und er hätte das sicherlich A, nicht aus eigenem Antrieb gemacht, sondern war dann eben auch daran gelegen, sein Gesicht wahren zu können, selber austreten zu dürfen. Also das ist eine sehr, sehr unschöne Geschichte und man muss ganz klar sagen, dass das Bissing aus heutiger Sicht als reaktionär, als völkisch, als antisemitisch und einfach auch als nationalistisch geprägt beschrieben werden muss. Das ist die Kehrseite dieses Teils unserer Sammlungsgeschichte. Ja, Albrecht der V., die frühen Privatsammlungen, Ludwig der I., Bissing und noch andere. Wie kommen denn diese Dinge jetzt aber eigentlich in ein ägyptisches Museum? Denn sie waren ja in früheren Zeiten, wenn man so sagen will, quer über München verteilt.
Das ist richtig. Also wir haben das ja schon jetzt gesehen. Also wir hatten verschiedenste Standorte, verschiedene Besitzer. Wir hatten die Akademie, die Glyptothek. Dann gab es die Vereinigten Sammlungen Ludwig des Ersten im Hofgarten. Also die Sachen sind dann auch immer wieder hin und her geschickt worden. Dann gab es ein Antiquarium am Königsplatz im sogenannten Zieblandbau. Es gab dann später das Museum für antike Kleinkunst. Dann gab es Bissings Privatsammlung. Also es gab ganz viele Orte, an denen ägyptische Objekte zugänglich waren oder zumindest gesammelt waren. Es ist dann dem Ägyptologen Scharf, der gleichzeitig auch Lehrstuhlinhaber für Ägyptologie gewesen ist, gelungen, ab 1934 viele dieser Bestände in einer ägyptischen Sammlung in der Residenz zu vereinen. Da waren also Institut und Sammlung gemeinsam in der Residenz. Ja, 1934, man ahnt, dass dort schwere Zeiten kommen und die natürlich auch ihren Einfluss auf die ägyptische Sammlung hatten, denn das Ganze endete dann natürlich im Zweiten Weltkrieg. Also sowohl die Glyptothek mit ihrem ägyptischen Saal als auch diese gerade geschaffene ägyptische Sammlung in der Residenz werden ausgebombt im Krieg. Wir haben das große Glück hier in München, dass wir trotzdem relativ wenige Kriegsverluste haben, weil hier in München die meisten Objekte aus den Museen bereits vor Kriegsausbruch ausgelagert worden sind, in Schlösser, im Freistaate Bayern, irgendwo in die Berge und da eben Gott sei Dank nicht von den Zerstörungen betroffen waren. Ja, aber die Häuser waren zerstört. Das heißt, man hat nach dem Krieg nicht so einfach die Sammlungen wieder einrichten können, sondern es war schwierig. Also man hat zunächst einmal die Bestände zusammengesammelt. Da gab es ja in dem heutigen Haus der Kulturinstitute, diesem ehemaligen NSDAP-Gebäude, den sogenannten Collecting Point. Das heißt, da wurde die Kunst gesammelt, zusammengeführt, derer man habhaft werden konnte. Es gab eben die Bestrebungen, von dort auch die geraubte Kunst der Nazis zurückzuerstatten an Eigentümer, so die dann wieder auffindbar waren. Und da sind eben auch diese ganzen ägyptischen Objekte hingekommen, die man aus ihren Auslagerungsstätten wieder zurückholte. Und sie sozusagen dann erst einmal schon mal in einer Sammlung vereint hat, wenn es auch nur der Collecting Point war. Aber man hat sie einfach alle zusammengebracht. Die standen dann da im Keller. Es gibt ein paar wenige Fotografien aus dieser Zeit. Also auch da sind wir noch auf der Suche. Also wenn es da noch jemanden gibt, der Fotos hat von dieser Zeit im Familienbesitz, wunderbar, nur her damit. Wir würden uns sehr freuen. Also wir wissen, dass es 1966 dann eben auf Betreiben von Hans-Wolfgang Müller eine erste Ausstellung in diesem Haus der Kulturinstitute, wie es dann eben auch später hieß, gegeben hat. Dort hat man also zum ersten Mal diese Bestände nach dem Krieg wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, die bis dahin wirklich einfach in diesen Kellern lagerten. Also man muss es sich mal überlegen, das war also nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis 1966, also 20 Jahre, die Objekte dort einfach nur im Keller untergebracht waren, bis zu dieser allerersten Ausstellung. Und es dauerte dann ja nochmal einige Jahre bis 1970, 15. Juli, dann durch Hans-Wolfgang Müller die staatliche Sammlung ägyptischer Kunst gegründet wurde und ihre Aufstellung wieder, muss man sagen, in der Residenz genommen hat. Also das ist das große Verdienst sicherlich auch von Müller gewesen, der damals auch die Presse eingeschaltet hat. Und es gab einen großen Aufruhr. Man wollte diese ägyptischen Schätze in München wieder sehen, gab ein großes Presseecho und es wurde da auch sehr deutlich davon gesprochen, dass sich also verschiedene Leute im Grab umdrehen würden, wenn sie wüssten, dass die altägyptischen Schätze da in Kellern gelagert werden und dass die da vor sich hin rotten und so weiter. Und schlussendlich hat es dann eben zur Gründung dieses ägyptischen Museums geführt, dass er zunächst einmal als staatliche Sammlung ägyptischer Kunst gegründet wurde und später dann in ägyptisches Museum umbenannt, also staatliches Museum ägyptischer Kunst umbenannt worden ist. Und dann gab es natürlich zwei ganz wichtige weitere Direktoren. Das waren dann ab 1975 Professor Dietrich Wildung, der dieses Museum aufgebaut hat in der Residenz und entwickelt hatte, und dann natürlich seine Nachfolgerin Dr. Sylvia Schoske, die dann von 1989 bis jetzt aktuell, bis 2021 Direktorin unseres Hauses war, gerade in Ruhestand gegangen ist und unter der dann eben dieser Neubau entwickelt, konzipiert und schlussendlich dann eben auch umgesetzt und eingerichtet worden ist. 2005 gab es den Beschluss, dass der Neubau kommen wird. Es gab natürlich vorher schon Bestrebungen, es war ein langer Weg bis dahin.
Aber 2005 ging es los. 2013 wurde dann der Neubau, der inzwischen gar nicht mehr so neu ist, eröffnet. Es war also ganz schön viel, bis es zu dieser Neueröffnung am eigenen Standort kam. Und was hier im Museum so geschieht und was das Museum heute ausmacht und wie überhaupt jetzt die Sammlung aufgestellt ist, darüber, denke ich, unterhalten wir uns in einer weiteren Folge. Ja, also ich denke, da haben wir jetzt einen guten Punkt erreicht. Wir haben einen kleinen Einblick bekommen in die Geschichte des Ägyptischen Museums, was uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt heute sind. Wer sich noch ein bisschen detailreicher informieren möchte, es gibt auf unserem YouTube-Kanal insgesamt 19 Vorträge, die sich mit den einzelnen Aspekten dieser doch sehr bewegten Sammlungsgeschichte beschäftigen. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir jetzt einen Punkt erreicht, wo wir sagen können, was jetzt genau unser neues Haus ausmacht und was uns als Ägyptisches Museum kennzeichnet. Das besprechen wir einfach in den nächsten Folgen. Und wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind und sagen, auf die Ohren.